Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres The Last of Us Remastered Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut über Games4U. Und ich glaube, wir haben es mit drei Leuten zu tun. Okay, sind auf jeden Fall fünf. Blödkopfsack, ey. Okay, der ist down. Man sieht ja gar nichts, ey. Kurz nachladen. Heilen ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Okay, hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Da gab es nämlich was zu essen. Hier vorne ist einer. Sind sogar zwei. Mindestens. Joel, da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Meinst du? Verdammt, wo ist dieser Adler? Ich habe auch keine Ahnung. Na komm, Junge. Ja, da war uns Ellie kurz im Weg. So, da ich davon ausgehe, dass wir jetzt alle umgenockt haben, gehen wir schön gucken, ob wir was looten können. Es ist das so dunkel, ey. Nee, lootmäßig gibt's hier anscheinend nichts. Gehen wir mal raus. Da können wir nicht rum. Da ist eine Treppe. Bleib unten. Okay, dann gehen wir da rein. Wahrscheinlich gibt es hier wieder die nächsten Klicker und Co. Die Scheiße. Looten können wir hier was? Das ist schon mal gut. Wie gut das aussieht, unglaublich. Oh nein. Sind da schon wieder so Sporen, ey. Haben wir ein Messer, falls es wieder Klicker gibt? Okay, er zieht es automatisch an, das ist schon mal gut.
Warum? Oh nein! Da drüben ist ein Soldat! Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden! Stellung halten! Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen! Hast du sie? Nein, alles leer! Du wirst hier nicht rauskommen. Euch suchen. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommt. Zwei von denen. Kommt er da jetzt? Kommt hier oben rum. Wo ist da jetzt die Frage? Können wir hier rüber? Ja. Ah, ich hab ihn gesehen. Okay, jetzt haben wir ihn. Alter, wie das hier aussieht, schrecklich. Hier was zu looten. Und wie können hier Frösche überleben, bitte? Hör mal auf, Ellie, Mann, dass sie immer im Weg rumrennen muss. Mal gucken, ob es hier irgendwie Loot gibt oder so. Wohl eher nicht. Quero? Nee, toll. Der Weg ist also abgeschnitten. Müssen wir wahrscheinlich wirklich über den Zug gehen oder sowas. Für Joel ist das Ganze ja noch mal x gefährlicher, dadurch, dass er hier ja nicht irgendwie die Maske irgendwie kaputt gemacht bekommen darf oder dergleichen. Hey, ich kann nicht schwimmen. Wie? Uns fällt schon das ein. Problem ist, ich sehe überhaupt nichts. Und damit meine ich gar nichts. Tauchen? Ja, lecker, jetzt sieht man wenigstens was. Okay. Dadurch wahrscheinlich. Was ist das hier? Eine Art. Ellie? Posten. Ach, da ist er ja. Ah, da gibt's ein Brett. Oder sowas in der Art. So konnte ich jetzt nichts machen. Hey, da, sie geht noch. Was geht noch? Eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Vielleicht muss ich warten. Sie labert. Nee, mit der Leiter kann ich nichts machen. Wahrscheinlich muss ich. Du lässt mich doch nicht hier, oder? Bin gleich wieder da.
glaube ich zumindest. Oh, Loot. Das eingesammelt, ja, glaube ich, oder? Ich muss hier wieder in die Oberfläche. Und zwar schleunigst. Warte da. Ich gehe nirgendwo hin. So. Hier gibt's nichts. Gehen wir nochmal kurz zurück und holen Luft. Ich hasse so Tauchabschnitte. Ah, gut. Hier haben wir auf jeden Fall irgendwas schon mal. Pillen haben wir bekommen. Aber dafür gibt es hier sonst gar nichts in dem Raum. Ich glaube, die Pillen habe ich das letzte Mal nicht gefunden. Wieder ein Zettel. Ist da unten was? Eine Sackgasse. Ja. Gehen wir erstmal hier vorne rumgucken. Was war denn das? Oh yeah, wir haben was. Damit können wir Ellie rüberbringen, denke ich. Ja, wie scheiße das aussieht hier mit dem ganzen ja, Pollenkack, sage ich jetzt mal. Steig drauf. Wirklich? Heilig. Okay. Vorsichtig. Ich hab dich. Einfach hochklettern, Junge. Mädchen. Ist was für ein Glück, dass wir hier zu zweit sind. Gucken wir uns ein bisschen um. Gibt's nix. Außer Froschgelaber. Okay, nicht wie raus hier. Ah, da oben gibt's Luft, denke ich mal. Jawohl. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir.
Tja. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. So, würde ich aber sagen, die Erlebnisse im Wald, das gehen wir in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich natürlich immer, wie immer, fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.